Willkommen zu einem Angezockt von Heroes of the Storm. Zero ist auch dabei. Aloha. Oh Gott. Leute, ihr habt es so gewollt. Ich habe es gefragt, soll ich das machen? Soll ich meine ersten Eindrücke aufnehmen? Und ja. Ihr habt gesagt, ja. Verlier deine Jungfräulichkeit. Oh Gott, Leute. Ich bin absolut kein MOBA-Spieler. Ich habe jetzt einfach mal einen Charakter, ich habe einfach mal keine Ahnung und ich sage einfach mal bereit. Bereit, okay. Spiel wird gesucht, in ungefähr 2 Minuten haben wir was. Wollten wir nicht gegen die KI? Wollten wir gegen die KI? Achso. Dann Moment. Dann müssen wir hier rüber, gegen die KI. Dann kannst du auch doch nochmal bereit drücken. Halt, nein, kannst du nicht. Doch, du kannst, ich kann nicht. Welche Schwierigkeit sollst du haben, Extrem oder Anfänger? Gibt's was dazwischen? Es gibt Anfänger, Rekrut, Kenner, Veteran oder Extrem? Nehmen wir Rekrut. Rekrut, gut, das ist das zweitleichteste. Koop-Spiele mit anderen Spielern gegen den KI. Spiele KI-Mitspielern gegen Gegner, Training. Koop mit anderen Spielern gegen KI. Das Leute, geht am schnellsten. Ich bin jetzt hier der Anfänger schlechthin. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Und wir werden gewinnen. In 9 Sekunden hat er was. Nein, okay. Dann nochmal 9 Sekunden. 18 Sekunden hat er was. Tja, ja, Leute. Und wie geht's euch so? Auch nicht. In 27 Sekunden wird er was haben. Okay, dann halt, wenn wir bei 36 sind. Aber ich darf euch beruhigen. Ich bin schon durch das Tutorial durch. Und er wusste nicht, was er tut. Ich hatte keine Ahnung. Nein, ich mag Tutorials im Allgemeinen nicht so. Siehst du mal. Ich finde sowas lieber im Spiel heraus. Ich mag es nicht, an die Hand genommen zu werden. Oh. Ich will sowas selbstständig machen. Ich will spielen und ich will mich verbessern. Ja, mit 6x9 Sekunden durch. Und wir haben immer noch kein Spiel. Wir hätten schon 6 Spiele finden müssen. Es will niemand mit mir spielen. 7 Spiele, ja, ich glaube auch. Oder es will niemand gegen KI spielen. Das kann auch sein. Aber dann darf er ja nicht sagen, dass er in 9 Sekunden was findet. Er hat was. Moment, wir sind nur zu viert, da fehlt einer. Ah, da ist einer. Sehr schön. Ein Zwerg, ein Mönch, ich, eine Magierin und... Und ich. Was bist du, ein Lich? Was? Ich bin kein Lich. Ich bin ein Bogenschütze. Ich bin Sylvana. Hallo? Ich war mal eine... Oh, ich sehe gerade, dass du mitten im Bild gehangen hast. Yay. Ach nein, hattest du das gerade eben vorhin? Ich weiß es nicht. Das verflucht total. Muss es doch wissen. Egal, sammle Tribute. Ja, das hattest du. Verfluche den Gegner, verfluchte Forstin. Okay, wenn wir 3 Tribute haben, dann wird der Gegner verflucht. Und das heißt, die haben, glaube ich, die Dings, die Forst und die Diener haben nur noch ein Leben. Lebenspunkt. Die verfluchte Forst greift nicht an und die Diener haben nur einen Lebenspunkt. So ist das. Das klingt doch ganz annehmbar. Okay, und dank dir sind alle auf einer niedrigen Stufe, die mit uns spielen. Yay! Der Muradin ist genauso doof wie ich. Ja, mal gucken. Vielleicht hat er schon vorher LOL gespielt. Ich habe ja auch ein Weilchen nicht mehr gespielt, deswegen muss ich auch mich erstmal wieder reinfuchsen. So. Da steht Quest. Soll ich das machen? Musst du entscheiden. Du kannst mal alle angucken. Das sind die Talente, die du dir aussuchen kannst. Alle paar Level kannst du dir eins aussuchen. Ach komm. Wir nehmen einfach mal das, was für die Quest ist. Und was musst du da tun, um es freizuschalten? 10 Sekunden. Das hätte ich nachlesen sollen. Ja, damit du weißt. Vorbrechen erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit pro eingesammelter Regenerationskugel um 1%. Bis maximal 25% hält 2 Sekunden lang. Na siehst du mal, das ist doch schon mal was. Ich glaube an dich. An mich zwar auch, aber auch an dich. Ich glaube auch an dich. Sehr schön. Jetzt warten wir einfach auf die Diener. So, guck, kleiner Tipp, weil die Türme schießen direkt auf einen, wenn man zu nahe kommt. Wenn Diener in der Nähe sind, schießen die immer erst auf die Diener. Von alles daher. Klar. Sehr schön. Sehr schön. Dann machen wir einfach mal. Genau. Ja, gegen KI ist es halt wirklich sehr leicht. Das will ich hoffen. Ja, ist das.
Und du hast mich ja noch dabei. Ich bin darauf spezialisiert, die Gebäude und so niederzureißen. Das ist gut. Ja, so Leute, für sowas ist Zero da. Alles kaputt machen. Da bin ich Spezialist drin. Was ich auch wirklich bin. Falls ihr euch fragt, was ich hier genau tue, du weißt es nicht. Fragt Zero. Wir zerstören gerade die Gebäude der Gegner, um bis zur Basis vorzudringen und die zu zerstören. Und wir sollten vielleicht kommen, Rückzug, schnell. Komm da von zurück, sonst stirbst du noch. Wir müssen, wenn keine von unseren Dienern mehr da sind, sollten wir am besten immer drauf warten, bis neue kommen, weil sonst sterben wir zu schnell. Okay. So. Und jetzt haben wir, sind wir auch schon auf Stufe 4, das heißt, wir könnten dann gleich auch ein neues Talent wählen, wenn wir mal Zeit dafür haben. Ja. Kannst du jetzt auch jetzt schon machen. Mit den verringert die Abklingzeit der Maschinenkanone, das klingt doch gut. Genau. Sehr schön. Bist du? Ja, gut. Gegen NPCs läuft es halt immer gut, auch wenn ich gerade gestorben bin. Okay, Leute, ihr habt meinen ersten Tod gesehen. Yay! Du schlägst dich toll. Wirklich? So. Ja, also, okay, es ist gegen KI, aber dafür machst du es gar nicht so schlecht. Ja, dafür, dass ich keine Ahnung habe, was ich tue. Leute, es... Du machst das schon. Da muss ich reinfuchsen. Das stimmt. Und nach ein paar Spielen, ich sag so, nach zwei, drei Spielen wirst du es auch drauf haben. Es ist immer ganz gut, sich mal für den Anfang für einen Helden zu entscheiden und mit dem mal ein paar Mal zu spielen und sich mal die Fähigkeiten durchlesen und so, um zu gucken, was er kann. Das hier ist alles skillbasiert. Ja, also mit der mit dem Maschinengewehr draufballern kann ich. Ja, auch immer so. Eine gute Methode. Passiv, Weitwurf oder Schockgranate. Schockgranate. Eindeutig. Naja, nicht eindeutig, aber ich habe keine Zeit mehr. Na gut. So. Ah, du stürmst da in der Mitte auch schon vor, das ist sehr gut. Ich ebne den Weg hier oben auch mal ein bisschen. Umso mehr Gebäude man nämlich auch kaputt macht, umso mehr EXP kriegt man, umso schneller steigt man Level auf und umso schneller kriegt man neue Talente. Okay. Deswegen ist es auch ganz gut, halt nicht nur auf einer Lane die Gebäude kaputt zu machen, sondern sich auch mal verteilt dran zu machen. So, für die Zuschauer, die mit dem Genre so viel zu tun haben wie ich oder sogar noch weniger, eine Lane ist immer hier so ein Weg. Ein Pfad, den man geht. Und alles zwischen den Pfaden nennt man den Dschungel. Denke ich mal. Habe ich irgendwo schon mal so gehört. Ich bin auch kein Profi darin, aber ich kenne mich wenigstens ein bisschen aus und ein bisschen besser als Wolf. Ja, ich bin mehr für andere Spiele zuständig. Genau. Dafür kannst du ja so einiges anderes besser als ich. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin auch nicht so der MOBA-Spieler. Das ist das einzigste MOBA, was ich wirklich gut finde. Den Rest finde ich auch nicht toll. Das liegt auch meistens an der Community. Das nimmt dann auch wirklich den Spaß am Spiel und so. Ja, das stimmt. Communities sind immer ein großes Problem, besonders in beliebten Spielen, muss man leider sagen. Ja. Bei LOL und Dota habe ich auch schon schlechte Erfahrungen mit der Community gemacht. Sehr schlechte. Ja, Community. Immer diese Community. Ja, das sind eine welche. Ich weiß ja nicht, seid ihr Leute, die sich dann in der Community relativ kacke verhalten, auch gerade gegen neuen Spielern vielleicht? Oder seid ihr wirklich gute Mitspieler? Ich denke mal, die sind alle ganz freundlich. Ja, ich nehme es an. Ja, aber es gibt so manche, die sind auch privat ganz freundlich, aber wenn die zocken, dann drehen die total ab. Ja, ich weiß auch nicht warum. Die haben dann wohl ein bisschen zu viel Ehrgeiz getankt. Bisschen ist gut. Ein bisschen viel.
Kurzer Blick auf Tab. Ja, sieht gut aus. Tut es das? Ja, also wir gehen ja voran und machen und tun. Das ist alles ziemlich zügig und ich hab... Ein Diabolo bringt mich gerade um. Bin tot. Oh, aber ich hab... Mal. Ich kann was Neues. Heiliges Kanonenrohr. Und ich habe Geräusche im Hintergrund, die kann ich aber leider nicht ausschalten. Ha! Doch könnte ich, kleinen Moment. So, noch den Brunnen. So, ihr habt nichts verpasst. Nö, wirklich nichts. Außerdem haben wir jetzt gleich schon gewonnen. Das ist gut. Das Spiel geht nicht mal 10 Minuten, siehst du? Ich sag ja, gegen KI geht's am schnellsten. Ja, ich krieg auch neue Charaktere, wenn ich 3 Spiele mit der gegen die KI gewinne. Siehst du? Und das Gute ist ja auch, da es KI so leicht ist, kannst du auch am besten Sachen zeigen und so und rumprobieren. Ja, also, ich habe keine Ahnung, was ich euch hier zeige, aber wenn ihr damit was anfangen könnt, vielleicht gefällt's euch. Oder vielleicht sagt ihr ja, eigentlich sieht's ganz interessant aus. Ja, ich fand's cool. Ist ja auch Freeware, das muss man mal ganz deutlich dazu sagen. Genau, Free-to-Play. Also muss man fürs Spiel nichts zahlen. Und das, wofür man echt Geld zahlt, sind nur kosmetische Sachen, also neue Skins und sowas. Ups, das war die falsche Taste. Beziehungsweise stimmt nicht ganz, man kann sich per Echtgeld Stimpacks holen, die wo man mehr XP und Gold von kriegt. Aber das macht auch nicht so viel aus. Ja, also falls ihr wollt, könnt ihr ja mal in das Spiel reingucken. Vielleicht stellt ihr euch auch besser an als wir, oder zumindest als ich. Ja, ich stelle mich ganz gut an eigentlich. Ich bin erst einmal gestorben. Sehr schön. Ja. Ja, schneller Rückzug hier. Ich muss auch dran denken, was du gesagt hast. Ich sollte nicht einfach reinpreschen. Ja, immer am besten, wenn du gegen Gebäude kämpfen willst, auf die Diener warten. Ansonsten auch gegen andere Helden vorsichtig vorangehen. Vor allem, du bist Krieger oder Assassine? Da frage ich dich was, ja. Dein Held kann sich am Heilbrunnen heilen. Nein, kann ich das irgendwo einsehen? Ich glaube, wenn du Tab drückst... Nee, kannst du nicht. Ich glaube, du warst Krieger. Von daher, du bist eigentlich ganz gut, um Schaden einzunehmen und ja, voranzubrechen eigentlich. So, wir gehen mal kurz zum Start zurück und heilen uns. Das klingt gut. Ja, an diesem Brunnen kann man sich nämlich heilen und dann ist man hier wieder fitter. Mhm. Nicht zu verwechseln mit Vetter. Das sind wir auch so auch. Schon. Was kann ich denn hier noch kriegen? Oh, ich hatte natürlich noch das Ziel besonders verwundbar, das klingt gut. Da haben wir gewonnen? Noch nicht, aber fast. Ich meine, ja, sieht gut aus. Können jetzt gleich vorstürmen. Hier mal ordentlich Schaden reinhauen. Ich kann doch das hier machen. So. Sehr schön. Immer schön drauf, wir haben jetzt gewonnen. So, das war die erste Runde, nicht mal 10 Minuten. Wie viele Runden gibt's? Ja, eine Runde, ein Spiel. Achso. Also das war jetzt das erste Spiel, noch 14 weitere, dann haben wir's. Yay, ja, wir machen das Ganze für den Genji-Skin für Overwatch. Ja, da bin ich, MVP. Mein Kill, 4 Killbeteiligung, sieht gut aus. Sehr gut gemacht. Leute, Zero macht hier den Weg. Und alle sind da drin außer du. Okay, gib mir ein Vote hoch. Du kriegst ein Vote. Dankeschön. Bringt dir das was? Ja, wie bei Overwatch halt mit den Voten am Ende. Also nix. Nö, einfach nur damit man sieht, ich bin awesome. Ja, der MVP und alle sind dabei außer mir. Ich meine, darauf kann man auch irgendwo stolz sein. Ja, du warst besonders schlecht. Sogar ein NPC ist dabei. Ei, ei, ei. Der hat mich auch einmal gekillt. Glaube ich. Okay. Achso, einfach auf Verlassen klicken. Ich soll verlassen? Ich dachte weiter in 6 Sekunden. Oh, ich habe jetzt auf Verlassen geklickt. Na gut, dann verlassen wir. Bei weiter in 6 Sekunden wäre es eh zu diesem Bildschirm gekommen, dann müssten wir eh nochmal neu suchen. Ach so. Das ist immer so. Ja, was sagt denn eigentlich die Aufnahme? Die sagt 10 Minuten. Das sag ich doch, wir haben auch gerade mal 10 Minuten gespielt. Direkt mal weiter. Eine geht noch. Ja, eine muss noch. Auf jeden Fall. Ich kann euch mal zeigen, wen es hier sonst noch so gibt. Genau. Also hier habt ihr so eine riesige Liste an Leuten. Zum Beispiel der hier sieht irgendwie cool aus. Wer denn? Der hier. Siehst du den? Warte.
Ich guck gerade. Ach so, ja, der aus Diablo. Ich habe seinen Namen vergessen. Tyrael, genau. Ja, ein Engel. Ja, hier gibt es also sehr, sehr viele Charaktere. Welchen ihr bevorzugt, das ist euch überlassen. Haben ja verschiedene Klassen, das hattest du ja bereits gesagt. Genau. Krieger, Assassine, Unterstützer und Spezialisten. Genau, und hier gibt es zum Beispiel auch Zarya. Ja, und Tracer gibt es da auch irgendwo. Ja, hier. Die kennt man ja aus Overwatch. Wer von euch Overwatch spielt oder bei mir gesehen hat. Auch wenn Ansonsten ich gibt es in dem aus. einen Video schlechter gespielt habe als in den ganzen Livestreams. Aber egal. Na, ansonsten gibt es da Charaktere aus allen Universen von Blizzard, also Warcraft, StarCraft, Diablo und Overwatch, ja. Ja, und es gibt immer so einen Heldenpool. Das heißt, ihr kriegt eine gewisse Anzahl praktisch freigeschaltet. Und wenn ihr euch mehr kauft, dann habt ihr die gekauften immer. Das könnt ihr aber auch mit Ingame-Geld machen. Ja, genau, pro Woche halt Heldenrotation, jede Woche gibt es andere Helden und so. Außer die, die man sich gekauft hat, die gibt es immer. Cool. Ja. Und ja, wie gesagt, das Einzige, was einen etwas bringt, was man sich mit Echtgeld kaufen kann, sind die Stimpacks. Aber damit kriegst du nur mehr Gold, womit du dir nur Skins kaufen kannst oder mehr XP und die Level bringen eh nichts. Da kriegst du nur mal ein paar Belohnungen alle paar Level. Ich gucke hier gerade mal so die Skins durch, also das gefällt mir. Ja, manche Skins sind echt cool. Was gibt es denn sonst noch so für Reittiere? Es gibt ein Pferd und eine Echse. Ein Siehst du mal, es fliegender gibt ganz viele. Teppich, ein Motorrad. Ich habe so ein schwarzes Pferd mit blau leuchtenden Augen. Ah, das hier. Nehme ich einfach Und mal ich habe an. auch noch dieses komische kleine Ziege, habe ich auch noch. Und ich habe die Karte von Hearthstone, auf der Ach, man stimmt, die habe ich auch. siehst du mal. Ich glaube, den nehme ich auch. Das ist ganz cool. Da steht er so wie auf dem Surfbrett. Die Fähigkeiten. Ach ja, hier sieht man's. Sehr schön. Und die Talente. Ja. Ja, Fähigkeiten kannst du dir halt durchlesen, was dir welche Fähigkeit bringen. Talente sind die halt, die du bei Levelaufstiegen immer kriegst, wo du dir was aussuchen kannst. Ja, und wir warten noch auf ein Spiel. Seit fast 100 Sekunden. Obwohl es nur 9 Yay, Sekunden dauern warten. sollte. Ja, eigentlich sollte es nur 9 Sekunden dauern. Jetzt sind es schon 102. Ich wusste es, es will keiner mit mir spielen. Hey, 1 von 30 Spielen hat er hier bei. Den Quest. Wenn du unten rechts auf das Ausrufezeichen drückst, siehst du deine Quests und so. Ah. Tägliche Quests, wofür man Gold und so kriegt. Ah ja, hier. Bestreite 15 Spiele mit einem Freund in einer Gruppe. Bestreite 30 und absolviere 3 Spiele gegen die KI. Oh, ich absolviere 8 Spiele, gewinne 3 Spiele und absolviere 3 Spiele mit einem Unterstützer. Ja, ich habe sonst keine Quests. Ich will aber auch keinen Unterstützer spielen. Gibt es überhaupt Unterstützer gerade? Ich weiß es nicht. Lässt sich ja Muss es. nachgucken, ne? Muss es ja eigentlich geben. Oh. Ja, oder auch nicht. Weiter geht's. Ja, stimmt, wir haben hier zum Beispiel ganz rechts, ganz links einen Unterstützer. Diese komische lilane Tusse halt. Das ist ein Krieger, Assassine, Krieger, Spezialist. Yay. Warte auf Spieler, auf wen warten, Ja, ich ne? bin Assassine. Ah, du bist Assassine. Ah, ja, gut. Fernkampf. Okay, jetzt müssen wir doch noch mal suchen. Tja. Da ist wohl jemand rausgegangen oder so. Ha. Ah ja, aber du bist schon Stufe 2. Ja. Leute, ich würde sagen, ich schneide euch das einfach. Ja, das dauert sonst zu lang. Wir sehen uns gleich, wenn es weitergeht. Was? Los, Leute, jetzt geht's rund. Wir haben, ist das die Zergmutter? Das ja. Warum schon wieder nicht? Du drückst auch bereit immer, oder? Ja, ich bin bereit. Jetzt habe ich dich hier zweimal stehen. Was? Ja, du stehst einmal links von mir und einmal rechts von mir. Bei mir bist nur du einmal. Ha. Das backt gerade ein bisschen rum. Ja, geil, ne? Hatte ich noch nie. Leute, meine Anwesenheit zerstört das Spiel. Ich merk's. Wart mal kurz. Warte. Ich glaube jetzt so. Ja, wieder rein. Ne, du stehst immer noch zu zweit da. Komisch. Gut, dann spielst du dich halt zweimal. Okay. Es ist bestimmt nützlich, wenn man mich zweimal Ja, auf jeden Fall. hat. Hallo, keine Frage. Hust, hust. Ich bin so nützlich wie Fußpilz. Ja, siehst du mal.
Ja, Leute, es schneit wieder. Bis gleich nochmal. 3, 2, 1. Risiko. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin. Jetzt endlich. Weiß. Halleluja. Da spielt, gibt es zweimal Grumpy Monk bei uns im Team. Echt? Ein Gluten, ja. Die Tyrande Grumpy Monk und Abatur Grumpy Monk. Stimmt. Mysteriös. Ich würde ja sagen, zu zweit an einem Bildschirm, aber... Ah, auf der Map habe ich einmal nur gespielt, die ist cool. Das ist ein normales Spiel, bloß ab und zu spawnen so nukleare Kriegsführungssprengsätze, die du sammeln kannst und dann irgendwo in deiner Wahl abfeuern kannst. Aber der eine Grumpy Monk ist auch auf meinem Level. Da fühle ich mich immer so, als wäre ich nicht der Schlechteste, auch wenn ich's bin. Nächste Mal. Ich bin nicht mal der Beste, wir haben Stufe 40er dabei. Was sagt man dazu? Also ja, und dann, sobald 25 Regenerationskugeln eingesammelt werden, wird die Reichweite von Vorbrechen erhöht. Ja. Regenerationskugeln sind die grünen Kugeln mit dem Herzen drin. Und hier ist übrigens mein neues Reittier jetzt. Nein, eine fliegende Karte, ne? Ja. Ja. Wo bist du eigentlich? Ich bin oben. Ach komm, ich komm dich besuchen. Okay. Hey, bräuchte ich noch einen, der durch die Mitte geht? Lokale Kampfhandlungen beginnen. Ich bin in der Mitte. Sehr schön. Ja gut, Leute, dann sind wir jetzt auf uns alleine gestellt. Du schaffst das schon. Ich bin ja mental dabei und kann dir Fragen beantworten. So alleine bist du ja da nicht. Oh Gott! Hä? Das waren drei Stück. Oh, ein Dreier. Du schaffst das schon. Zero, komm und rette mich. Ach, da kommt schon jemand, der mich rettet. Ja, ich komme auch nochmal runter, aber oben sind zwei Helden, da kann ich nichts ausrichten. Ich bin nicht gut gegen zwei Typen. Ich bin dafür da, ein Gebäude niederzureißen. Du bist gestorben. Ja, ich weiß. Das war ziemlich schockierend. Ach, dann bleibe ich gleich mal hier in der Mitte, weil hier eh niemand ist. Ja, ihr schafft es auch ohne mich. Ja, irgendwie schaffen wir das. Aber du bist auch ein wichtiger Bestandteil. Ja. Ohne das nennt man im Allgemeinen auch Kanonenfutter. Ja. Oh nein, hier sind direkt mal ein paar Leute in der Mitte. Ja, ich komme. Ich bin unterwegs. Weil alleine kann ich gegen die nichts machen. Jetzt erflüchten sie schon, die Schisser. Das ist Gul'dan. Ja, den gibt's hier drin auch. Ja, ich habe den schon öfter gesehen, tatsächlich. Was heißt denn öfter? Ja. Das zweite Spiel erst. Ja, aber im Tutorial war der auch dabei. Achso, okay. Zu meiner Zeit war er noch nicht im Tutorial. Da gab's den auch noch nicht. Damals. In der guten alten Zeit. Ja, früher war alles besser, eigentlich nicht. Früher war das Spiel voll verbuggt. Noch mehr als jetzt. Jemand hat einen Sprengkopf. Oh, ich hol mir den Sprengkopf. Okay. Kann ich jemanden in die Luft jagen mit einer, ja, Atomexplosion. Das mache ich gerne. Ich hab einen Sprengkopf und du nicht. Nein, aber ich bin tot. Ja, da kann ich ja jetzt gerade mal skillen. Automatische Angriffe erhöhen Dauer. Ich hab Gul'dan mit einer Atomexplosion vernichtet. Sehr schön. So läuft das hier. Im Nexus. Oh nein, der lebt ja noch. Ja, komm, Schadensbonus hoch. Ich bin gestorben. Mal wieder. Aber warum auch? Ich verfehle meine Rolle. Ja, du machst die Gebäude nicht kaputt, ne? Ja, das Doofe ist halt, auf jeder Lane sind irgendwelche Helden. Das heißt, ich kann nirgendwo in Ruhe durchlaufen. Wobei... Moment, wir müssen nach oben. Die brechen gerade durch. Ja, gut. Kommst du auch nach oben und helfen? Sobald ich tot wieder belebt bin, meine ich. Sobald du tot bist, okay. Dauert ja nicht lange. Nee, bin ich ja. Aber die brechen gerade überall durch. Sind das nicht nur NPCs? Das sind nur NPCs und auf denselben Schwierigkeitsgrad wie vorhin.
Du lügst mich doch an. Nein, das ist echt so. Mit allen Mitteln. Los, wir haben diesmal, glaube ich, schlechte Teamkameraden. Ich bin nicht alleine. Jetzt fühle ich mich besser. Ja, nein. Nein, wir haben Stufe 40er. Das muss eigentlich gut sein. Naja, muss nicht. Naja, wenn man dauernd verliert und das über 40 Level, dann verliert man doch die Lust am Spiel. Würde ich mal denken, oder? Das denkst du. Ja, ich ging davon aus. Na gut, ich mach mich hier oben ran. Dann mach dich mal ran. Oh, oder auch nicht. Hilfe. Da ist jemand Böses. Oh, neues Talent. Und wir sind Stufe ab, ja. Ja, da haut er wieder ab, wenn er kein Leben mehr hat, der Schisser. Oh, ich sollte vielleicht mal flüchten, weil hier keine Dings mehr sind. Oh, das habe ich gebraucht. Oh Gott. Hm? Ja, hier unten ist Party. Oh, mit Oh Gott meinst du, Oh Gott, mache ich gute Arbeit, oder? Ja, natürlich. Will ich doch hoffen. Ja, bin tot. Ah, natürlich. Wie immer. Sprengkopf ist unterwegs, sehr gut. Aber wo? Ich weiß es nicht. Ach, das bringt nichts, hier komme ich nicht weiter, ich hau ab. Ja, komm in die Mitte. Bin unterwegs. Warte noch, wo der Sprengkopf auftaucht in 4 Sekunden. Ich hoffe eigentlich irgendwo hier. Ich stehe bei 2 Stück. Oh, überall. Gut. Treffe ich mir den hier. Und wie genau benutzt man die? Nur für den Fall, dass ich einen hole? Sammelt einen ein und drückt dann F und dann sucht man sich einen Punkt aus, wo man die hinwerfen will und dann drückt man linke Taste. Okay. Zum Beispiel so. Und das macht das schön großartig bumm und tötet dann im besten Fall ein paar Leute. Sehr schön. Ja. Genau so. Am besten setzt man die immer auf Türme ein oder so, das macht ja den meisten Schaden. Jo. Wundervoll. Was ist das da? Jemand tot ist. Ja, das läuft doch sogar sehr gut. So, ich nehme wieder den Odin, der hat mir ganz gut gefallen. Mhm. So. Das ist ja deine Ulti. So, du dämlicher Turm. Riss Raketen. Okay. Dann nur noch hier das Tor und dann können wir direkt mal weiter. Sehr schön, es läuft ja doch ganz gut. Ja, jetzt stimmen wir doch wieder vor. Obwohl, da kommen wieder ein paar, ich bin gleich tot. Nochmal kurz zurück. Danke, Karasin. Er kann uns schön heilen. Oh oh. Diese kleinen Scheißdinger, die da dauernd spawnen. Die sind doof. Ja, sind halt Zergs, ne? Ja. Tot. Oh, bin gleich tot. Ewe, Karasim, heil mich! Was machst du denn? Heil mich! Ach, der Vollidiot, der heilt mich gar nicht. Was ist das für einer? Ich bin gleich darüber hier. Na ja, gut, denke ich mal lieber. Ja, ich bin auch tot, also mach dir nichts draus. Noch ein paar Level an Keil, kann ich den Talent nehmen, wo meine Fähigkeit selbst heilt. Ich stelle gerade ein großes Problem fest. Was denn? Wir sind in unserer Basis. Oh, ich sehe es klar. Ja, da heißt es entweder zurück oder vorstürmen und töten. Eins von beiden. Wenn unsere Zitadelle angegriffen wird, komme ich mal zurück. Bin unterwegs. Wahrscheinlich ist sie schon, das ist gut. Ja, ja, bin hier am gehen. Werk. Oh. Ja, aber die kommen. Die kommen mit viel. Oh, ich lebe noch. Nee, bin tot. Doof. Sehr doof. Hm. Das ist keine gute Runde. Nee, irgendwie nicht. Ich guck mal bei dir so ein bisschen, was du da machst. Du flüchtest sehr gut. Ach, ich gehe einfach straight durch die Mitte.
wenn ich wieder da bin. Bestimmt eine gute Idee. Ja, da ist gerade niemand. Lauft gerade auch unsere Diener lang. Sprengkopf, Sprengkopf. Ja, Zero ist hier immer sehr auf Sprengköpfe aus. Ja, auf der Map schon. Die Sprengköpfe sind cool. Ich will Sprengkopf haben. So, ich warte jetzt hier, bis ich den Sprengkopf habe und dann spreng ich alles in die Luft. So, wo kann ich mich heilen? Sogar mich selbst. Heilen kannst du dich an den Brunnen. Ja, wo ist einer? Der ist in der Nähe von der Basis. Sehr paradox. Ach, ich gehe einfach in die Basis. Dabei bin ich doch gerade auf dem Weg, hier alles zu regeln. Komm. Schafft ihr das? Vielleicht. Das wäre ich als ein Ja. Ich würde nicht drauf wetten, ich bin gerade gestorben. Sie sind jetzt tot. Danke für den Hinweis. Ja, das ist voll provokativ. Naja, ich bin jetzt gleich auch bei der Basis. Ich habe einige dann getötet. So, Splittergranaten fügen mehr Schaden zu, das ist gut. Ich musste mich kurz muten und niesen. Ich habe einen Sprengkopf. Der hatte einen. Dann kann ich ja gleich den Atomrakete auf die Basis werfen. Ja, nimm so am besten ein. Ich bleib jetzt mal hinten und... Okay. Ich kümmere mich hier drum, dass wir, naja, nicht drauf gehen. Naja. So, hab schon Bumm gemacht. Oh, hat kaum was gebracht. Hat mich auch gewundert, wenn. Sehr schön. So, wir haben gleich die Basis. Das ist gut. Geht gut voran. Haben nicht mehr viel Leben. So, hier hinten läuft auch gut. Sehr schön. Ist hier hinten überhaupt jemand? Nö, nicht wirklich. Oh, okay. So, Sieg. Sehr schön. Vielleicht war ich diesmal ja nicht ganz nutzlos. Gucken wir mal, ne? Ja, ich bin gespannt. Und die Zuschauer hoffentlich auch. Schauen wir mal. Ah, diesmal nicht. War mir klar, dass der das diesmal wird. Spielbestleistung, 22% bester Heiler. Na gut, 22% des Schadens geheilt. Immerhin. Ich war nicht komplett nutzlos. 33% des teamweiten Heldenschadens. Das ist gut. Nicht 30% des teamweiten Gebäudeschadens. Das ist sogar sehr gut. Siehst du, du hast ganz vielen Teams ganz viel Schaden gemacht. Du hast mich gewotet, oder? Ja. Ja, das ist bei uns immer so, wir voten uns gegenseitig. Ja, wohl verdient. So Leute, aber ich würde sagen, das reicht mal für den ersten Eindruck. Ich kann sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel. Na also, vielleicht kommt das ja noch. Ja, vielleicht, wenn ihr weiteres sehen wollt, soll ich wieder verlassen? Ja. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann kriegt ihr mehr und ja. Lasst mir in den Kommentar da einen Daumen nach oben, sagt mir, wie ich mich angestellt habe, beleidigt mich bitte nicht allzu schlimm und bis zum nächsten Mal mit diesem Projekt oder irgendeinem anderen. Guckt auch in die Angezockt-Playlist, die ist unten in der Beschreibung verlinkt. Vielleicht findet ihr dort ja weitere Spiele, die euch gefallen oder im Zweifelsfall guckt mal die gesamten Playlists durch, da werdet ihr bestimmt irgendwas finden. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Mein Name ist Zero und ich bin ein Gewinner. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.